liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen hier wieder zurück. Wir werden erstmal schauen, dass wir hier mit dem Mähdrescher nach Möglichkeit noch die einzelnen Sachen aufnehmen, die jetzt hier so ein bisschen nebendran gelaufen sind. Ich hoffe, dass wir das noch hinkriegen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann es regnet. Und von daher hoffe ich natürlich, dass wir hier so viel wie möglich noch einkassieren können. Das wird sich lohnen. Es wird sich sowas von lohnen. So, hier die Spur ist eh total schief. Das heißt, wir werden hier einsteigen und versuchen, das dann gleich ein bisschen zu begradigen. Wie gesagt, nichts verschenken. Ich habe keine Ahnung, wann es regnet. Das ist so eine Ungewissheit immer. Ungewissheit mag ich sowieso nicht. Ich will eigentlich immer alles relativ klar und sicher wissen. So, da mal auch noch ein Stück stehen. Eieieiei. Ah, gut. Freundin hat gerade bestätigt, weil ich habe ihr gerade geschrieben, wenn sie kann, bitte noch Katzenfutter und Streu mitbringen. So, dann dapseln wir hier hoch. Versuchen das ein bisschen durcheinander geerntet und ein bisschen gerade zu ziehen. Aber ihr seht schon, wir können jetzt hier ja ernten ohne Ende. Also der große Mähdrescher wird kommen. Ich freue mich schon riesig drauf. Aber ich denke mal, das wird es dann doch nochmal deutlich erleichtern und beschleunigen. Wenn wir dann gute Geräte haben, dann können wir im Prinzip die alle auf dem Riesenfeld permanent hintereinander laufen lassen. Da brauchen wir uns dann um nichts mehr Sorgen zu machen. So, noch regnet es nicht. Das soll auch, wenn es geht, noch ein bisschen so bleiben. Weil wenn es dann doch regnet, dann haben wir erstmal ein bisschen Problem. Wir haben gerade eine Errungenschaft freigeschaltet, die Früchte der Arbeit, 10 Hektar ernten. Und das alles mit dem kleinen Hüpfer hier. Oh, bin ja schon mal sehr zufrieden, dass das hier so schön läuft. Wunderbar. So, hier können wir, denke ich mal, schon ein bisschen wieder in die Vollen gehen. Und wir lassen den Helfer hier mal laufen. Wir gucken mal gerade, was unser Gruber macht. Der macht hier schon wieder ein bisschen durcheinander und Schnickschnack. So, aber ja, das sieht schon ganz gut aus. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Aber so kann gleich die Sämaschine wenigstens hier noch ein bisschen was machen. Da unten ist er ja schon mal durchgefahren. Das ist gut, wenn ich jetzt hier anständig... Uah, ist das ein Gewackel. Lenke. Ich glaube, hier brauchen wir dann auch einen größeren Traktor für den Grupper. Ich habe schon überlegt, ob wir nicht dann einfach den großen Traktor für den Grupper nehmen und den kleinen hier nur zum Abfahren benutzen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Das bringt einfach ein bisschen mehr. Weil wenn die Sämaschine jetzt hier einmal durchrattert, das geht ruckzuck. So, dann drehen wir hier einmal und fahren hier im Prinzip schnell das Stückchen wieder zurück. Dann ist das hier aber komplett sauber gegrubbert, auch wenn die Grubbermethode ein bisschen chaotisch ist. Aber das geht. Oh, sieht aus wie ein Daihatsu. Wer ist da links fährt? So. Jetzt machen wir hier den Rest noch. Dann haben wir das Feld, denke ich mal, relativ sauber. Zumindest bis hier vorne schon mal vorbereitet. Ja, das läuft auch ein bisschen schräg hinten auseinander. Das ist halt der nächste Punkt. So, da müssen wir jetzt auf alle Fälle wieder ran. Aber dann kann eigentlich die Sämaschine schon wieder Gas geben, würde ich sagen. Dann kann die hier schon wieder loslegen. Ja, und später kaufen wir uns ja dann nochmal den Grupper noch eine Nummer stärker. Also noch eine Nummer größer. Das wird uns natürlich dann auch noch ein bisschen helfen. Und das dann in Verbindung mit einem größeren Traktor, das sollte eigentlich funktionieren. Wir testen das jetzt mal. Ich kuppel den mal ab. Dann schnappen wir uns mal den Traktor hier. So, und fahren mit dem mal gerade runter. Jetzt nur gerade gucken, in welche Richtung wir fahren müssen. Da unten. So. Und dann probieren wir das mal, ob das mit dem größeren Traktor besser funktioniert. Das ist ja schon wieder eine Wachstumsstufe, die hier durchläuft. Und tatsächlich, das geht so schnell. Das ist unglaublich, das geht so schnell hier. Das ist verrückt. So, jetzt stehen wir aber hier gerade ein bisschen im Weg.
Den erstmal wegfahren. Weil ich denke mal, der Kleine wird für die kurze Entfernung zur Mühle ausreichen. Also da brauchen wir jetzt nicht zwingend die 40 km/h, weil so weit sind wir einfach noch nicht. So, den können wir auch wieder ansetzen, dass der schon mal loslegt. Und ich denke, der kann fast schon so anfangen. So, noch ein bisschen rüber. Notfalls überlappt er da ein bisschen, aber das ist mir relativ wurscht. Hauptsache, er fährt anständig hier durch. So, dann können wir gerade ein Stück vorgehen. Der fährt los, wunderbar. Jetzt probieren wir das mal hier mit dem Freund. Eieiei. Tun sich alle ein bisschen schwer. Aber ich glaube, der hier kommt mit dem Krupper einfach besser zurecht. Ein größerer Traktor mit Frontgewicht. Ich denke mal, das macht Sinn. Ich denke mal, das macht einfach Sinn. So. Im Optimalfall könnte er jetzt die Spur eigentlich in einem Rutsch durcharbeiten. Schauen wir mal, wie sich der Helfer da anstellt. Wenn er jetzt da einen ganz kleinen Krümel stehen lässt, wäre nicht so schlimm. Aber ich sehe schon, der lässt ein bisschen mehr stehen. Müssen wir nochmal nachkorrigieren, sozusagen. Wieso dreht die Seemaschine da hinten? Das ist jetzt ungewöhnlich. Warum fährst du nur bis dahin? War dein kleines Stück nicht gekrubbert, oder was? Da sind die Helfer noch ziemlich, anfällig, muss man sagen. Naja, lassen wir den mal machen. So, wir schnappen uns mal unseren Kipper. Mähdrescher arbeitet auch noch. Da hinten sieht man so ganz fein ein bisschen die Staubwolke. Das ist gut. So, naja, der fährt nicht ganz so schnell, aber wie gesagt, das ist halt, denke ich, besser, den großen Traktor an den Krupper zu packen. Oh, hier, der Hänger ist fast voll. Oh, weiß ich gar nicht, ob wir da überhaupt noch groß was reinkriegen. Ein bisschen was geht noch rein, aber ob das so viel wird, weiß ich nicht. Ich glaube, wir fahren einfach erstmal zur Mühle. Das wird sich nicht lohnen, da jetzt wegen ein paar Litern mit dem langsamen Hobbitatsch dahinter zu dockeln. Dann fahren wir lieber gleich zur Mühle, die ist ja nicht weit. So. Ja, das ist nicht ganz so schlimm, das Gewackel, ne? Hält sich ein bisschen in Grenzen. Aber so zum Abfahren reicht das ja erstmal hier. Ne, das ist nicht weit. Und gibt gutes Geld. 10.000 Liter dürften wieder die nächsten 26.000 Euro schon sein. Das ist richtig gut. Damit rücken wir unserem Mähdrescher doch deutlich näher. So. Einmal abkippen und oh ja, da kommt Geld rein. Ich weiß gar nicht, wie ist gerade der Preis im Moment? Ja, 2603, sieht noch gut aus. Ja, das sieht richtig gut aus. 43.000 Euro haben wir, also so ungefähr ein Sechstel des Dreschers haben wir jetzt schon zusammen. Ein Sechstel. Dann fahren wir vielleicht so gut es geht erstmal auf der Straße, das ruckelt nicht ganz so sehr. Also dieses Gewackel ist ja schon heftig, ne? Und mit dem Wetter haben wir bisher echt Glück, muss ich sagen. Also toi toi toi, ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen so. So, wenn wir dann den großen Mähdrescher haben, dann denke ich mal, wird als nächstes ein sehr guter Traktor fällig. Dann können wir den kleinen vielleicht hier zum Sprühen benutzen. Das wäre eine Option. Und wenn wir dann erweitern, dann geht der Kleine, würde ich sagen, weg. So, Krupper ist fertig, so wie es aussieht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, der Mähdrescher ist schon voll. So, Seemaschine arbeitet jetzt auch auf die gesamte Länge. Das ist gut. Oh, da sieht man so, wie lang das Feld ist, gell? Wow, das ist so riesig. Ich glaube, das war die beste Idee, die man umsetzen konnte. Einfach hier zu sagen, wir nehmen ein Riesenfeld und ackern da mit allen Geräten einfach hintereinander durch. Denn wenn das Wetter mitspielt, kann der jetzt bis zum Ende vom Feld ganz gemütlich durcharbeiten, ohne dass wir hier groß Stress haben. Ne?
Und vorne kann dann der Grupper gleich loslegen. Ich wollte nur hinten erst den Bereich fertig machen, aber das sieht gut aus. Oder ist der fertig? Nee. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, der hat nichts mehr zum Ernten. Aber wir tanken trotzdem einfach mal ab. Nee, der ist draußen, der Helfer. So, aber es kommt ja einiges rein. Das ist schon mal gut. So, das lohnt sich doch. Dann werden wir mal hier entsprechend gleich die nächste eineinhalb Reihen dann noch mitnehmen, den Rest, bevor das stehen bleibt. Denn das bringt uns nichts. Dann haben wir aber da zumindest auch alles sauber und dann kann er in der nächsten Spur im Prinzip schon direkt wieder komplett durchlaufen. So. Und wir haben überlegt, das kleine Eckchen schon wieder 200 Euro, ne? Das ist Wahnsinn. So. Gut, dann einmal wieder dran. Ich hoffe, diesmal auch anständig, dass er auch die Spur so hält. Wir lassen den Helfer rein, spurten mal nach davor, dass wir zumindest den Kollegen hier aus dem Weg schaffen. Und dann kann der hier die nächsten Literchen einsammeln. Und ihr seht schon, 4.200 Liter sind schon wieder 10.000 Euro drin. Das ist supi. So, ich denke mal, so können wir das lassen. Der hat anscheinend ein Problem. Anscheinend bin ich hier im Weg. Aber kein Problem. Dann fahren wir eben weg. So, fährst du weiter? Jawohl. Oh, dann seht ihr hier das ganze Reststück ein. Das ist schön. Das ist gut. Und wir können eigentlich unten im Gruber schon wieder anfangen. Das ist doch klasse. Das ist klasse. Und wenn wir da noch den ganz großen Gruber haben, dann wird das noch entspannter. Ach, das wird so entspannt. Wir brauchen irgendwann gar nicht mehr uns wegen irgendwas Gedanken zu machen. So, ziehen wir erstmal hier die Spur noch sauber. Ja, das scheint ein bisschen besser zu laufen, ne? Der zieht nicht so weg. Ich glaube, das ist die bessere Lösung. Das ist definitiv die bessere Lösung. So. Dann kann er im Prinzip da anfangen, jetzt schon zu grubbern. Dürfen dann natürlich nur das Düngen später nicht vergessen, aber das ist, glaube ich, das kleinste Problem. So, steht er so gut oder noch nicht? Wir probieren es, mal gucken, was der Helfer sagt. Wir gucken einfach. So, mit dem fahren wir natürlich fleißig hinter unserem Mähdrescher her, dass der möglichst schnell abarbeiten kann. Ich hoffe, der macht das jetzt anständig und lässt hier nicht noch wieder einen Haufen Zeug stehen. Aber das sieht im Moment noch ganz gut aus. Ich glaube, da steht noch was. Ja, da stehen noch ein paar Liter. Okay. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie noch wegkriegen. Oder oh, da steht aber noch eine ganze Menge, Junge. Oh, da steht aber noch richtig viel. Das ist aber nicht so gut. Das ist nicht so gut. Tanken wir den Freund erstmal ab. Denke mal, der dürfte jetzt schon wieder ein paar hundert Liter drin haben. Oh, sieht gut aus. Oh, das sieht richtig gut aus. So, und dann werden wir mal hier gerade den Helfer uns schnappen. Und werden mal gerade den Streifen, den er dann nicht gemacht hat, den werden wir uns gleich mal schnappen. Da geht es, glaube ich, schon los. So, da ist schon einiges, was da noch liegt. Dann das müssen wir auf alle Fälle gucken, dass wir das mit wegkriegen. Das sind eine ganze Menge Liter, wie gesagt, und 100 Liter sind schon 260 Euro, also da möchte ich echt kein Geld verschenken. Wenn wir den großen Mähdrescher haben, denke ich mal, wird sich das eh relativieren. Dann sollte das, schätze ich mal, doch ein bisschen einfacher werden. Aber jetzt müssen wir auf alle Fälle nochmal so mit der Geschichte durch. Ja, das ist wirklich viel, ne? So, ich bin gespannt. Der Grupper scheint dort auch schon wieder eine Schneise zu ziehen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass das Feld irgendwie schräg ist. Keine Ahnung. Aber ich glaube, auf diese 1-2 Bereiche könnte ich auch zur Not ja, ein bisschen verzichten. So, die Sämaschine ist, glaube ich, fertig, ne? Ich sehe sie gar nicht arbeiten. Also ich denke mal, die ist durch. Ich denke mal, die ist durch. Da schon wieder über 800 Liter. Wahnsinn. Wahnsinn, was da schon wieder zusammenkommt. So. Dann düsen wir einmal wieder runter. Also ich bin ja schon froh, wenn wir das Ding weg haben hier, ne? Muss ich ja ehrlich sagen. Er hat gute Dienste geleistet, aber... Oh wow. Oh wow. So. Ich erinnere auch nochmal dran, weil ich mir erst nicht ganz sicher war und dann aber doch nochmal die Kommentare gelesen habe. Also wir machen dein Elfer hier so lange, bis wir alle Errungenschaften erreicht haben. Das heißt auch, bis wir im Prinzip alle Flaschen gefunden haben und auch das mit dem Geld. Das heißt, wir müssen hier richtig arbeiten, weil ich glaube, eine Errungenschaft ist, glaube ich, irgendwas mit 10 Millionen Euro oder sowas. Also da wollen wir das Spiel sozusagen errungenschaftstechnisch einmal komplett durchspielen. So, das können wir jetzt auch gleich auf dem Weg zur nächsten Spur nochmal entsprechend abtanken. Also seht ihr mal, knapp 1100 Liter, das sind schon wieder fast 3000 Euro. Also da kommt schon richtig viel zusammen, ne? Halt. So, das wollte ich machen. Ach halt, wir waren doch hier. Wir waren doch hier am Ansatz, genau. So, und jetzt versuchen wir den Mähdrescher gerade anzusetzen. Und ich hoffe, dass der Helfer das jetzt auch anständig macht. So, wir gucken mal schnell durch. Die Sämaschine ist ja fast fertig, würde ich sagen. Wir gucken noch mal, wie es hinten aussieht. Aber das ist doch mal hier eingesät, ne? Also ihr seht, das ist schon eine ganz andere Geschichte. Ah, hier ist noch. Da ist noch ein Streifen, den er noch nicht gemacht hat. Mal gucken, dass wir hier anständig in die Liste, in die Linie kommen. So, und dann kann er zumindest hier nochmal weiter einsehen. Ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert. Gruppe arbeitet gut. Ja, da hat er mal einen schmalen Streifen weggelassen, aber gut. Dafür läuft er aber hier doch ein bisschen gerader. Das gefällt mir sehr gut. So, dann würde ich sagen, tanken wir nochmal ab. Mal gucken, was der Freund Mähdrescher macht. Jawohl, der ist wieder auf dem Weg nach oben. So soll es sein. So soll das sein. Die Helfer machen hier auch noch gar kein Licht an, ne? Ist mir gerade mal so aufgefallen. Oh, das läuft. Gut, dann beenden wir jetzt für heute die Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich nehme gleich die nächste Folge auf. Ich muss nur mal auf Toilette, aber so lange lasse ich die Helfer hier einfach ein bisschen weiterarbeiten. Das ist ja nicht viel, was da passiert. Also wir verpassen da nicht viel. Und in dem Sinn sage ich erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.